Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge No One Survived. Seid gut, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir haben in der letzten Folge, sind wir da mal durchgegangen, da war wieder so ein Krabbelvieh. Wollten wir nicht und wir wollten jetzt auf jeden Fall uns mal... Das sieht ja auch interessant aus. Ne, das war... Sollen wir da mal rüberlaufen? Es sieht ja irgendwie interessant aus, ne? Sollen wir uns das mal angucken? Was haben wir jetzt eigentlich? Tag 18. Oh ja, wir sind ja... Sind wir ja gut dabei. Tag 18 haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen auf jeden Fall Waffen finden. Da führt kein Weg dran vorbei, ne? Hier ist kein Eingang. Von der Seite vielleicht. Ach, das ist dieser... Das ist der Güterbahnhof, ne? Den wir sowieso gucken wollten. Aber hier ist bestimmt wieder so ein Krabbelvieh. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, oder? So, den Friedensstifter rausholen hier. Gegeben. So, gucken hier. Da gibt es nur Stoff. Bloß aufpassen hier. Ich habe keine Lust, um Krabbelvieh über den Weg zu laufen. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier so looten können. Es gibt eigentlich so viel, was wir jetzt mitnehmen können, was wir gebrauchen könnten. Fassförmiger Bremsstoff, den können wir auf jeden Fall zum Tanken nehmen. Oh, die nehmen wir alle mit erstmal. Komm. Bücher nehmen wir alle mit. Und wenn sie zum Tauschen sind beim Händler, dann müssen wir uns halt nochmal auf die Suche machen nach Rucksäcken. Die sich da schön versteckt hat. Batterie nehmen wir auch mit. Nee, nicht mit mir. So. Öl brauchen wir mit, ne? Öl ist Quatsch. Also brauchen wir bestimmt, aber jetzt momentan brauchen wir kein Öl. Haushaltsbatterie, ja, da werden wir auch alles irgendwie brauchen, aber ich will jetzt den Wind nicht. Boah. Gott, den kann man ja wochenlang lesen, so viel Zeugs looten wir hier. So, da geht's in den Wagen rein. So, was haben wir denn hier? Ne, da nehmen wir nichts von mit. Warum kann ich verflucht nochmal die militärische Tasche nicht in die Tasche packen? Das ist echt gemein, ne? So, ne. So, dann hauen wir dem jetzt noch auf die Mütze. Natürlich das prädestinierte Wetter, um so ein Krabbelvieh zu sehen, ne? Hauen wir die Binnen ab. So. Sollen wir den da erstmal nehmen noch? Der kommt eher auf uns zu, ne? Oh! So nehmen wir es denn. Okay, weg ist er. So, dann nehmen wir sie hier. So.
Ich habe echt Schiss, dass ich wieder auf so ein Krabbelvieh stoße. Hier komme ich nicht rein, ne? So ein Mist. Ich sehe das schon gleich kommen. Ich stolper direkt über einen drüber mit Sicherheit. So, da ist ein Ausgang. Da hinten ist noch mal was. Hier ist aber duster, ne? Ich mache mich mal hell. Noch heller ist es. Wahnsinn. Okay, hier scheint aber nichts drin zu sein, ne? Und in den Wagen kommen wir auch nicht rein. Okay. Ne, sieht nicht so aus. Gucken wir mal hier. Okay, hier müssen wir uns durchhacken, aber kein Krabbelvieh, oder? Ja, sieht nicht so aus. So. Ja, auch nichts. So, den hätten wir auch erledigt. In den Zug kommen wir auch nicht rein. Das ist echt doof, ne? Kommen wir hier rein? Ja, hier kommen wir rein. Wir könnten natürlich mal eben einmal unser Lämpchen aufladen. So, dann sehen wir ein bisschen mehr. So, was haben wir denn hier? Öl, ein bisschen Erz. Ich habe so eine Angst vor diesen Krabbelviechern, ne? Lampe, da könnten wir eigentlich auch mal eine in Reserve. Die ist schon, glaube ich, zur Hälfte runter, die wir jetzt mit haben. Hier sind wir durch, ne? Sieht so aus. So, da kommen wir auch nicht rein. Hier habe ich wieder eingehört, da wollte ich sagen. So. Oh, so viele Fässer und nie ein Tropfen Benzin. Ne? Oh Gott, oh Gott. Die Hand vor Augen nicht zu sehen. So. Genug ein Krabbler. Den holen wir uns auch noch, komm, wir erlösen die hier mal alle. Die armen Hunde. In dem Schickwetter rumzurennen. Ich sehe das schon kommen. Ich stolper direkt über ein so ein Krabbelvieh. So, hier ist nichts. Ich finde den Ausgang auch nicht mehr.
So, hier ging's raus, ne? Wo war jetzt unser Auto? Wie soll ich denn das jemals wiederfinden? Wenn wir jetzt natürlich das Auto kaputt haben mit den ganzen Rucksäcken da drin, ne, dann kriege ich echt einen Schreikrampf. Ne? Da oben war das irgendwo, ne? Hier so schräg rein und dann müsste das da irgendwie auf der Straße stehen. Du musst an die Straße kommen. Da ist unser Auto, oder? Ja. Hier ist unser Auto. So, das heißt, wir können auf jeden Fall Kraftstoff reinschmeißen. So, wundervoll. Dann können wir die Bücher nochmal hochziehen. So, und dann hätten wir nochmal Platz für ein Buch. Wir müssen auch ein bisschen was essen und was trinken nochmal. Heißt, komm, wir machen uns mal hier voll mit Essen. So. Wunderbar. Band 5, Band 3. Band 3, können wir den lesen? Ja. Lesen wir mal den auf jeden Fall schon mal fertig hier. So, ansonsten sieht es ja ganz gut aus. Können wir es mal wieder waschen. Und wir bräuchten auch definitiv hier unten Infektionen, ne? Weil das hat Antikörper, ne? Haben wir in irgendeinem Rucksack drin. Bin ich fest von überzeugt. Kann aber meine Taschenlampe mal ausmachen, sonst ist die Batterie gleich auch wieder leer. So. Ich glaube, lesen können wir jetzt nicht mehr, da müssen wir später lesen. Und wenn ich jetzt hier einsteige, ist auch doof fahren, also bei dem Wetter fahren, ist ziemlich kontraproduktiv. Wir können natürlich hier noch mal rüberlaufen und mal gucken. Und dann würde ich gerne hier die Straße entlang hier mal schauen, den Händler mal ansteuern. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir uns auf den Rückweg, weil ich mach mal, vielleicht jetzt ein bisschen besser, wenn ich hier die Helligkeit runternehme. Ja. Aber wir müssen dringend ein paar Waffen haben. So, was haben wir da oben? Da ist auch eine Mauer drumherum gezogen. Wir haben hier über alles eine Mauer gebaut, ne? Auch wieder irgendwie Lagerhalle. Sollen wir erstmal hier hoch? So, da ist auf jeden Fall ein Auto. Ein paar zapplige Freunde. Die holen wir uns als erstes, damit die uns nicht in den Rücken fallen. Ne, muss nicht winken. Muss nicht winken. Der will nicht. Gut. So, alles nur kein Krabbelfieh, ne? Kommst du so schnell? So. Ne? Ja, toll. So.
Na, warum sind die so schnell? Kann ich gar nicht erwarten zu sterben. So, da gucken wir mal rein. Benzin. Nehmen wir mit. Da ist nix. Hey, Blondie. Nicht so stürmisch. Nicht den Kopf verlieren. So. Kommen wir da nicht hoch? Oder? Hier kommen wir gar nicht mehr hoch. Okay. Nee, da ist auf jeden Fall nichts. So, ich kann euch aber auch schon mal wieder, das ist wieder zu grell hier. So, so schöner. So, kein Krabbelvieh zu sehen? Nein. Gut, dann gehen wir mal. Erze. Nicht so schnell. Was hat denn? Der nächste. Okay. Die nehmen wir mal mit. Wir haben nämlich eh Durst. Nehmen wir mal Maiswein. Hey, der guckt uns ja mal an. Ich glaub's nicht. So. Na. So, Benzin ist immer gut. So, was haben wir hier? Oh, da sind Rucksäcke und ich kann sie wieder nicht mitnehmen. Oh, ey. Ist das ein Ärger? Ziehen. Aber ich muss die Rucksäcke, irgendwie muss ich sie mitnehmen. Ich will sie nicht hier liegen lassen. Also, das heißt, ich werde zum Auto, werde den hier absetzen. Auch wenn er noch nicht voll ist. Und werde mir dann da die Rucksäcke holen. Also zumindest einen noch davon holen. Was haben wir hier? Kompensator für Maschinenpistole, Schalldämpfer für Maschinenpistole, nehmen wir auch mit. Autospiegel. So, von da sind wir gekommen, dann müssen wir da hinten auch wieder rüber. Dann packen wir den Rucksack ins Auto, holen uns da den anderen Rucksack. Das ist auch genau in die Richtung, ist auch perfekt. So, wo ist denn unser kleines schnuckeliges Auto? Da. So. Dann werden wir den jetzt hier absetzen. Gehen da rein, packen den hier rein. So, und holen uns da hinten jetzt den anderen Rucksack noch. Ne, hier rüber müssen wir, ne? Da.
Hätten wir auch mit dem Auto hochfahren können eigentlich. Ach, egal. Laufen wir eben das Stückchen. Warum ist denn da so blutverschmiert hier? Ist aber voll mit Leben. Ich glaube, waschen könnten wir uns mal wieder, ne? So, du bist uns eben entkommen, ne? Oh. Kommen hier denn alle her? Die waren doch eben noch nicht da. Ja, das komme ich hier hinten rüber, dann ist der Krabbler. Auch schon wieder ein neuer. Kommen denn die alle her? Spawnen aber schnell. So, den hatten wir auch. So. Gucken wir mal hier rein. Ah, da sind noch ein paar Autos, das ist ja gut. Kraftstoff, Batterie lassen wir hier. So, was liegt hier am Boden rum? Öl, Öl, Öl. Eisenblock, okay. Kraftstoff. Wunderbar. So, auf jeden Fall haben wir genug Benzin, ne? Und dann müsste da hinten unser Auto kommen. Ja gut, liebe Leute, ich laufe auf jeden Fall jetzt zum Auto. Wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder zum munteren Looten. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge hier gesehen habt, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.